Heute schauen wir uns mal etwas komplett anderes an, denn gerade kam etwas sehr Interessantes rein. Gerne mal das Video liken und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Demnächst kommt einfach die PlayStation 5 Slim raus und das schon sehr, sehr bald. Schauen wir uns mal an, wie die neue PlayStation ausschaut. Ich dachte mir so, ey, gerade kommt die Neuigkeit rein, ballern wir das Ganze mal gleich als Video raus. Was sich ändert, ist das Gewicht der PlayStation 5 und die Dicke so ein bisschen. Also die ist ein bisschen dünner als die normale PS5 und leichter. Hier steht irgendwie 30%, 18%, 24%. Also zwischen 18 und 30% wurde das Gewicht reduziert. Klingt gut, also die ist jetzt deutlich, deutlich leichter. Vom Design her ist es hier runder geworden, finde ich viel cooler. Und hier ist so ein, ja, so ein Strich reingemacht worden. Ja, auf beiden Seiten ist das Ganze. Und der Standfuß unten ist komplett anders, ist so ein Metallring. Jetzt können wir uns das Ganze hier ein bisschen besser anschauen und man kann das Laufwerk abnehmen. Das ist crazy. Wenn jetzt theoretisch, ist schon ein krasser Vorteil. Zumindest das, was man auf den Bildern hier sehen kann, ist, dass man das Laufwerk abnehmen kann. Wenn jetzt das Laufwerk kaputt geht, könnt ihr ganz entspannt euch ein neues kaufen, einbauen und ihr müsst nicht immer eure PS5 zerlegen lassen. Das ist sehr, sehr wild. Ja, das ist krass. Und übrigens, dieses Modell ist ab dem November in den USA verfügbar. Für uns in Europa wahrscheinlich ein paar Monate später. Geht mal davon aus, Dezember, Anfang Januar ist diese neue PlayStation am Start. Die ohne Laufwerk sieht ja mal sowas von dünn aus. Also auf der rechten Seite ist das ohne Laufwerk, auf der linken Seite mit Laufwerk. Ich habe jetzt hier auch nicht lesen können, ob man irgendwie das rausziehen kann, das Laufwerk, aber ich sehe hier gerade nichts. Nö, das steht hier auch nicht. Nee, kleinerer Formfaktor, ja. Nee, ich sehe hier tatsächlich nichts, ob das jetzt abnehmbar ist oder nicht, aber laut dem Bild, es muss abnehmbar sein. Eindeutig, und hier steht auch nichts darüber. Aber falls ihr das wisst, lasst es mich gerne wissen. Preise übrigens für Europa 549 Euro mit Laufwerk, 449 Euro ohne Laufwerk. Ist in Ordnung, kann man taken. Und hier gibt es so einen kleinen Mini-Trailer. Ich lasse den mal kurz ohne Musik abspielen zu der neuen PlayStation 5 Slim. Ist auch offiziell, alles real, ist kein Fake oder so. Das ist offiziell die neue PlayStation 5. An der Leistung wurde tatsächlich, glaube ich, nichts geschraubt, steht auch nirgendwo dran. Kann ich mir auch kaum vorstellen, weil es ist ja nur eine Slim-Variante, also eine dünnere Variante als die Standard-PS5. Und irgendwann kommt halt die PS5 Pro raus und dann wird an der Leistung natürlich ein bisschen was hochgeschraubt. Aber hier bleibt alles gleich, bis auf das Design. Ein bisschen leichter, dünner, Laufwerk ist abnehmbar. Hier oben steht aber etwas sehr, sehr Interessantes. Das kleinere PS5-Design verfügt über 1 TB Speicher. Für PS5 und PS5 Digital Edition, also für die mit Laufwerk und ohne Laufwerk. Das neue Modell bietet die Möglichkeit, der PS5 Digital Edition ein Ultra HD Blu-ray Disc Laufwerk hinzuzufügen. Ich glaube, dass das hiermit gemeint ist, dass ihr die ohne Laufwerk kaufen könnt, aber dann ein Blu-ray Laufwerk, wie es halt oben steht, dann hinzufügen könnt. Sehr, sehr kompliziert alles. Also irgendwie wäre es cooler, wenn ihr das gescheit schreiben würden. Man kann Laufwerk abnehmen, anderes Laufwerk dran klatschen. Aber was hier steht, ihr könnt auf jeden Fall ein HD Blu-ray Disc Laufwerk hinzufügen. Und ansonsten war es auch hier schon gewesen. Gerne, gerne im Fortnite Shop mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.